Ja, das war sehr, sehr schwierig am Anfang, die ersten Wochen, bis der Keller gestanden ist. Das war ja abenteuerlich. Oh. Ja, definitiv. Man ist halt so, man kennt seine Baukräne, man fährt mit denen täglich und dann kommt man auf eine Baustelle, hat da so einen mobilen Riesenkran. Und das hört sich vielleicht jetzt, das im Anfang kostet es schon ein bisschen Geld. Man muss viel planen, man muss viele Handwerker schon mit ins Boot holen. Mhm. Oder viele Fachplaner mit ins Boot holen. Das kostet schon als viel Geld. Aber man spart ja das im Nachhinein. Hallo und herzlich willkommen bei Smartest Home. Wir sind heute so weit, dass wir euch das Rohbauunternehmen vorstellen. Warum stellen wir euch das Ganze vor? Weil ihr habt viele Fragen gestellt zu diesem Kalksandstein, den wir verwendet haben, diesen Quattro E. Und dann habt ihr auch Fragen gestellt zu diesem Stahlbeton. Wir haben ja extrem viel Stahl verwendet. Und wir wollen jetzt euch mal so das Rohbauunternehmen vorstellen, was wir mit den Fragen von euch jetzt, ne, die kommen ja von euch, die Fragen, mit den Fragen von euch konfrontieren. Und das ist eben unter anderem die Fragen, ob es aufwendiger war, mit dem Kalksandstein diese Kabelkanäle aufrechtzuerhalten. Ne? Was muss da immer Stein auf Stein passen im Vergleich zu Ziegel? Und dann stehen auch solche Fragen im Raum, wie ist es jetzt aufwendiger, wenn ich jetzt so ein Gebäude im High-End-Bereich mit Bussystemausstattung, wie ist das jetzt teurer im Vergleich zum Standardgebäude, ne? Wo ich jetzt vielleicht dann noch Schlitze und eben so klassisch konventionell Kabel verlege für eine Standardelektrik. So, und auch wesentlich für euch, also es sind viel, viel mehr Fragen, die ich jetzt an das Unternehmen gestellt habe. Das sind eure Fragen. Ich will das mal so ein paar wichtige vorwegnehmen. Es geht auch unter anderem darum, wie sieht die Sicht des Rohbauunternehmens auf den idealen Kunden aus? Diese Frage stellen sich ja viele von euch, die jetzt ein Rohbauunternehmen suchen, ne? Und die jetzt gerade dabei sind, auszuschreiben oder auch gemeinsam mit den Architekten das richtige Unternehmen zu finden. Und die große Frage auch, die wir hier dem Rohbauunternehmen gestellt haben, das hatten wir natürlich auch bei unserem Bauvorhaben, sind die Kosten heute noch zu 100% kalkulierbar. Also da geht es darum, lassen sich überhaupt die kalkulierten Preise halten? Also bei uns war das überhaupt nicht der Fall. Wie ihr wisst, wir haben ja mit sehr vielen Hindernissen gebaut, wir haben mit Spezialmaschinen bauen müssen, ne? Aus Gründen, die ich jetzt hier gar nicht erstmal so nennen möchte, am Anfang mit dem Autokran. Ich würde sagen, jetzt starten wir einfach mal rein. Ich habe das Rohbauunternehmen besucht. Wie schon angekündigt, wir sind heute bei dem Bauunternehmen, was den Rohbau betätigt hat, was den Rohbau ausgeführt hat. Und das habt ihr euch auch gewünscht. Da war ja immer wieder die Frage, das sind auch die Fragen jetzt an euch. Wir sind jetzt hier in den heiligen Hallen von Seidelbau. Und gleich zu Anfang mal an euch die Frage. Wir haben ja vielleicht ein bisschen zum Hintergrund, wir haben mit Kalksandstein gebaut. Und da war ja zu Beginn immer das Thema, wir haben ja doch in der Region einige Unternehmen angefragt, die haben dann gesagt, wir sind die Ziegler. Ist Only Ziegel. Genau. Riesenthema. Typisch. Ja. So, und ihr habt jetzt gesagt, ja, wir bauen mit Kalksandstein, obwohl wir eigentlich sonst Ziegel machen. Ja. Also genau, ich bin der Johannes, ihr war ausführend vor Ort, ihr habt dann auch mit dem Kalksandstein gemauert. Und für uns war es ganz interessant, mal was Neues kennenzulernen, einfach ein bisschen sich zu informieren über das Ganze, ein neues System kennenzulernen. Prinzipiell kann ich sagen, war es sehr schönes Arbeiten, war sehr spannend auch und ja, die Gegebenheiten waren aufregend. Und wir sind relativ schnell mit dem neuen System zurechtgekommen und haben uns da gut eingefunden in dem Ganzen. Ja, ja, aber was ist jetzt neu, was ist da anders jetzt? Naja, die Arbeitsabläufe waren einfach ein bisschen anders. Also im Vergleich zum Ziegel, den wir ja sonst Standard vermauern, war das einfach mit der Kimmschicht. Die erste Schicht beim Kalksandstein muss einfach ruhen, weil die Steine schwerer sind. Das heißt, wir mauern, wir legen unsere erste Schicht an, dann müssen wir ein bisschen umplanen, schauen, wo können wir anderweitig weitermachen. Das kennen wir vom Ziegel so nicht. Das war am Anfang einfach ein bisschen eine ungewöhnte Geschichte, aber wenn man sich dann darauf ein bisschen eingefunden hat, dann war das schon
machbar, auf jeden Fall. Und das war so das Neue und das Können wir vielleicht mal auch mal einblenden an der Stelle, dass ihr das nochmal seht. Das haben wir beim Ziegel nicht. Wir haben unten die unterste Schicht, die muss fest werden. Genau, wir legen den Stein genauso an, wie beim Kalksandstein auch, auch mit einer Trennschicht, dass sich der nicht so vollsaugt mit Wasser etc. Deckungsgleich wie beim Ziegel, aber der Ziegel ist leichter. Der Kalksandstein ist ein bisschen schwerer, deswegen auch der Versetzkran, den man ja auf die Fotos dann sieht. Aber der Ziegel, durch das, dass er leichter ist, können wir gleich aufmauern, weil der Mörtel ja sonst, wenn man jetzt den schweren Kalksandstein draufsetzen würde, unten einfach rausgedrückt werden würde. Und das haben wir halt beim Ziegel nicht. Und genau, das war so ein bisschen ein Unterschied einfach, würde ich sagen. Ja, also das eine ist jetzt, sag ich mal, der Stein. Und wir haben jetzt sehr viel Stahl drin. Herr Seidel, wir haben ja oft über das Thema gesprochen. Ja. Und ich glaube, ihr habt das auch in den vorangegangenen Beiträgen schon gesehen, wie viel Stahl da drin ist. Ja gut, das war schon also sehr heftig. Man muss da immer in der Planungsphase ganz genaue Gespräche mit den Fachplanern führen, also sprich mit dem Statiker, damit man dann einfach klar liegt, mache ich eine weiße Wanne, sprich ich baue so viel Stahl ein, dass ich meine Wasserdichtigkeit durch den WU-Beton und den Stahl erreiche. Oder ich mache eine Schwarzabdichtung drauf, dann kann ich mir viel Stahl sparen, muss halt dann außen eine Schwarzabdichtung drauf machen. Und das im Vorhinein abklären, macht natürlich einen sehr hohen Faktor an Baustahl aus. Und das ist sehr wichtig, weil wir natürlich als ausführende Firma, wir können dann nicht hergehen und sagen, wir machen jetzt einfach eine Änderung. Das geht nicht, weil wir müssen uns nach den Gegebenheiten vom Statiker einfach halten, weil die Standsicherheit, die garantiert ja auch der Statiker mit der Berechnung und wir dürfen da davon nicht abweichen. Also muss das alles im Vorfeld genauestens besprochen werden, mit den Fachplanern, mit den Wünschen des Bauherrn. Wir haben ja auf der Baustelle oft über das Thema unterhalten und wir haben ja einmal gesagt, irgendwie, wir lassen jetzt die Hälfte raus. Da haben Sie ja sofort gesagt, nee, geht nicht. Geht nicht, richtig. Wir und können nicht abweichen, weil wir garantieren ja dann für die Standfestigkeit und sollte irgendwas sein am Gebäude, dann werde automatisch die Berechnung herzogen, die wo ausgeführt worden, also ausgestellt worden ist vom Statiker. Und wenn die nicht übereinstimmt mit dem, was dann eingebaut worden ist, dann haften ja wir für das Gebäude, für die Gewährleistung. Also viele haben jetzt aus der Community geschrieben und wir kriegen auch von euch das Thema E-Mails. Für so in Anführungszeichen kleines Haus, ne, so viel Stahl, ihr seid völlig verrückt. Ja. Aber was sagt ihr dazu? Ja gut, da sind wir wieder bei der Berechnung. Es gibt ja Vorgaben, die der Statiker einhalten muss. Und er hat genau nach diesen Vorschriften seine Statik berechnet. Und dann kommt halt bei einer weißen Wanne, sprich WU-Beton, weiße Wanne, Rissebeschränkung, darf also eine bestimmte Rissebreite nicht überschreiten. Und die kann man nur erreichen, indem dass man hochwertigen Beton nimmt und sehr viel Stahl. Und genau so ist das berechnet worden und genau so haben wir das dann ausgeführt. Und ich kann natürlich jetzt nicht, weißt du nicht, die Ansätze nicht, gibt es in der Vollberechnung, gibt es irgendeinen Ansatz von der Wasseraufstauhöhe, Grundwasser, was da in die Berechnung genau eingeflossen ist, gibt es Aufstau- und Sickerwasser, ist das mit einberechnet worden? Das sind alles so Faktoren, die wo das Ganze einfach noch mehr Stahl dann einfach ausgeführt werden muss. Und wie gesagt, wenn man im Vorfeld die Berechnungen genauer bespricht und vielleicht schon bevor man loslegt, schon die Mengen von Stahl dann zur Verfügung hat, dann kann man vielleicht da vorher noch reagieren. Mhm. Aber während der Bauzeit kann man nicht mehr reagieren, weil wir dürfen von den Vorgaben nicht abweichen. Mal eine ganz andere Frage. Wie sieht denn eigentlich der Wunschkunde aus? Oder wie sieht das Wunschbauprojekt aus bei euch? Der Wunschkunde ist jemand, der wirklich sich im Vorfeld klar ist, was möchte er haben und macht sich viel Gedanken und macht viel Vorplanung. Es gibt nichts Schlimmeres als wie einen Bauherrn, der wo eigentlich nicht weiß, was er genau will und keine Planung vernünftige hat oder keine Ausführungspläne und nichts und geht dann auf uns zu und sagt, baut uns irgendein Haus. Weil ich kann nicht irgendein Haus bauen ohne Vorgaben, wo der Bauherr
nicht weiß, was er eigentlich genau haben will. Und mit so einem Bauherrn hat man natürlich viele Gespräche und die sind halt oft sehr, wie soll ich es am besten ausdrücken, sehr zeitraubend und sehr nervig. Und da sage ich, wenn ein Bauherr mit dem Architekten, mit dem Bauleiter, mit alle vernünftige Planung, Vorarbeiten leistet, dann ist einfach das ein schönes Arbeiten und das ist für uns dann eigentlich ein idealer Kunde. Und dann auch jemand, der nicht dauernd ändert, weil ihm alles schon im Vorfeld vernünftig geplant ist. Und dann braucht man sich jeden Tag so ungefähr, jetzt kommt der Bauherr, oh Gott, hoffentlich haben wir nicht wieder Änderung. Das ist dann natürlich für die Leute am Bau ganz ungut. Das ist sehr schlecht. Wir haben jetzt das werdet ihr auch kennen, wir haben ja eigentlich eher eine Mangelsituation. Wenn ich jetzt hier, wir sind in der Region südlich von München, Starnberger See, da kriege ich ja wahrscheinlich sehr viele Anfragen. Ne? Ja. So. Und was ist es denn das, was vielleicht jetzt die da zuschauen, die sich jetzt an euch wenden oder an jemand anderes wenden, was ist das, wo man jetzt sagt, als Bauunternehmer, okay, das kann ich mir vorstellen, das macht Spaß, was sind das für Faktoren? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden suche, so war es ja auch bei uns, da haben wir einerseits überhaupt kann der Kalksandstein ausgeführt werden, kann das sauber, perfekt ausgeführt werden, ne? Und bei uns stand ja das Thema, das sage ich jetzt mal so, Budget war ja erstmal gar nicht so das Hauptargument, sondern ihr wart eher eine der teureren. Ne? Wir haben 7 angefragt, ihr wisst das ja alles. Was ist denn das? Wo sagt man jetzt, das ist den Bauherrn nehme ich erstmal? Das ist natürlich viel Sympathie auch dabei. Weil man hat ja mehrere Gespräche im Vorfeld. Mhm. Man kriegt das erst einen Plan zugeschickt, einen LV, man füllt das aus und dann muss man ja Gespräche führen. Gerade auch was dann das mit Kalksandstein angeht, wo wir ja im Normalfall nicht ausführen. Und trotzdem ausgeführt haben. Man lernt auch nie aus, man sollte auch nie sagen, das mache ich nicht, weil es gibt nichts, was man nicht irgendwann einmal machen sollte oder auch ausprobieren sollte. Aber es muss dann auch das Vertrauen zum Bauherrn da sein, dass man einfach sagt, okay, die passt, die Sympathie ist da, das Vertrauen ist da, damit man auch so, wie soll ich sagen, nicht Risiko, es ist jetzt nicht ein Risiko, wenn man mit Kalk, für uns kein Risiko, wenn man mit einem Kalk sondern es ist im Prinzip ähnlich. Ob ich jetzt Zirkel aufeinander, man muss halt mit einem Kran den Kalksandstein und Zirkel, die mache ich normal mit der Hand. Aber der Rest, man klebt, man bringt Kleber auf, man verklebt die Steine, die Zirkel werden halt auch geklebt, die werden auch nicht mehr gemörtelt wie früher. Von daher ist jetzt das nicht so ein Ding, dass man Mulz umstellen muss. Aber es ist ein gewisser anderer Ablauf, man muss schauen, wie der Sohn schon gesagt hat, wegen einem Anliegen von Kimmschicht und. Und man braucht halt dann einfach anfangs ein bisschen mehr Zeit. Und das muss man sich halt einfach dann im Klaren sein und dann kann man auch mal mit neuen Baustoffen arbeiten. Da spricht nichts dagegen. Mhm. Und wie gesagt, man muss halt dann auch mit dem Bauherrn vernünftig reden können, Vertrauen haben, dass der auch sieht, okay, wir brauchen jetzt ein bisschen länger, weil wir halt noch uns einarbeiten müssen. Mhm. Nicht, dass einer im Hintergrund steht und so, es pressiert. Wir müssen weiterkommen und warum geht das alles so langsam? Das muss doch schneller gehen. Das kann man natürlich da nicht brauchen. Da muss man sich dann einfach Zeit nehmen können. Also, das ist ja auch, was wir merken mit euch, es ist eine Frage der Sympathie, ist ja das Gleiche. Ne? Und gibt es denn auch so die Momente, wo man vielleicht so denkt, okay, der ist vielleicht mit dem Budget ne, so das Thema. Ne? Das muss ja auch stimmig sein. Man braucht ja beim Bauen Puffer. Das haben wir ja hier auch gesehen. Ja. Wir haben ja die Startschwierigkeiten gehabt. Ja. Da muss uns ein bisschen, ja, das war sehr, sehr schwierig am Anfang, die ersten Wochen, bis der Keller gestanden ist, mit dem, nicht Baukran, sondern mit dem Manitou-Kran, mit dem mobilen Kran, weil der ja von der Handhabung her ganz anders ist als der Baukran. Aber das war ja abenteuerlich. Ja, definitiv. Man ist halt so, man kennt seine Baukräne, man fährt mit denen täglich und dann kommt man auf eine Baustelle, hat da so einen mobilen Riesenkran und dann betoniert man da mal Kellerwände, wo da so ein Schwenker da mit dem Joystick dann eine andere Funktion hat wie beim Baukran. Das
braucht ein bisschen eine Einfindungsphase, ein bisschen eine Zeit einfach, bis man sich eingespielt hat. Und das ist, glaube ich, das auch der Punkt, wenn man da so an so Herausforderungen hat dann und auf sowas trifft, dann muss man halt einfach ein bisschen mit der Ruhe, auch zum Klima auf der Baustelle, möchte ich das nochmal sagen, nicht überhastet und dann und schimpfen, und sondern einfach mal kurz ein bisschen die Ruhe wahren lassen und kurz mal überlegen, wie kann ich jetzt mit der Situation umgehen und wie kann ich das sinnvoll machen, und dann ist das Klima auf der Baustelle besser und dann ist auch letztendlich die Arbeit auch besser, weil was überhastet machen und dann falsch machen, da ist keiner glücklich, weder der Bauherr noch wir als Ausführende. Also Ruhe kurz bewahren und einfach absprechen, und dann funktioniert das. Aber da ist natürlich ganz wichtig im Vorfeld, gerade wenn es so Probleme gibt beim Starten, wie wir damals dann auch die Gespräche geführt haben mit Mehrkosten, dass man das auch rechtzeitig bespricht. Man kann nicht dann am Bauherrn, auf gut Deutsch gesagt, ins Messer laufen lassen und sagen, ja, jetzt legen wir halt einmal los. Jetzt kostet es 100% mehr. Jetzt kostet einfach auf einmal, das Gerät kostet zigtausend Euro, die wo nicht eingeplant waren, und jetzt muss der Bauherr das zahlen. Das ist natürlich nicht die ideale Art, man muss das vorher besprechen. Was natürlich für uns auch nicht ganz absehbar war. Mhm. Wir haben ja damals dann das besprochen. Wir haben ja gesagt, wir brauchen das Gerät, weil wir die örtlichen Probleme wieder gehabt haben. Mhm. Aber wir haben es ja noch nicht abschätzen können, was kostet uns das wirklich. Das war natürlich eine ganz unsichere Geschichte für einen, weil WMAP ist eine schlechte Kalkulation, auf gut Deutsch gesagt. Aber das ist jetzt so meine bisschen Frage, macht ihr solche Bauvorhaben dann eher gar nicht, wenn man so merkt, okay, das könnte ein bisschen budgetmäßig ganz anders sein, aus dem Ruder laufen, und der Bauherr ist vielleicht dann doch nicht der Richtige? Wie, da muss ja jemand, das muss, spürt man irgendwie. Das ist sehr schwierig, weil man hat ja dann schon eigentlich eine Zusage gemacht. Mhm. Man konnte jetzt einfach hergehen und sagen, jetzt haben wir andere Voraussetzungen, das mache ich nicht mehr. Man kann es schon sagen, aber es ist nicht der richtige Weg. Mhm. Man sollte sich vernünftig zusammensetzen, man sollte eine Lösung finden. Mhm. Einfach hergehen und sagen, Schluss, mache ich nicht mehr, man kann es machen, ist nicht so einfach, weil man hat meistens schon einen Bauvertrag, der braucht einhalten. Man kann nicht einfach her sagen, machen wir nicht mehr. Man muss sich dann auch irgendwo so vernünftig, entweder man hebt ihn auf den Bauvertrag, auf gegenseitiges Einverständnis, oder man versucht, einen Weg zu finden, das zu lösen. Mhm. Wir sind eigentlich im Normalfall immer bereit, eine Lösung zu suchen, aber ob das dann für den Bauherr finanziell tragbar ist, das können ja wir, das ist für uns schon ein Risiko. Wir können das vorab nicht unbedingt zu 100% sagen, weil wir kriegen ja von Bauherr nicht, wir haben ja keine Finanzierungszusicherung in dem Sinne nicht, weil er die Kosten ja auch noch nicht genau abschätzen kann. Mhm. Und damit wir eigentlich auch keine genaue Garantie haben, dass das Budget vorhanden ist. Tragen wir natürlich ein gewisses Risiko. Für euch zur Erklärung, wir haben der Baugrund ist jetzt nicht klein, ne? Also gar nicht, aber wir haben halt beengte Verhältnisse gehabt von der Zufahrt her. Und die Baustellenlogistik war sehr anspruchsvoll. Ne? Ich habe es sehr oft gesehen, der Kran hat immer von der einen Seite auf die andere Seite was. Wir haben immer versucht, irgendwo einen kleinen Flick zu finden, wo man was abschenken kann, was lagern kann. Für euch war jetzt so, ich komme noch auf den Kalksandstein, der K ist Quattro E Stein. Mhm. Das war so mein Wunsch. Haben wir oft schon gezeigt mit diesen Bohrungen, damit ich dann schon die Kabel mit einführen kann. Ich glaube, ja, irgendwie die Leute nach wie vor auch, mit denen man da spricht, das ist für die völlig unbekannt. So, dass man Kabel in die Steine führen kann. Ja, ist auch nicht sehr im Umlauf, dieses System. Das ist leider Gottes bei uns so? Gar nicht bekannt. Warum? Ja, das ist jetzt eigentlich eine gute Frage. Da muss ich jetzt passen. Ich weiß nur, der Kalksandstein ist nur bekannt als einfach als schwerer weißer Stein. Mhm. Fertig. Mhm. Man kennt das System, ich habe das ehrlich gesagt auch nicht gekannt. Es war dann eigentlich interessant, es war aber auch von der Kalksandsteinfirma her gut geplant. Weil wir haben ja da damals dann die Verlegepläne gekriegt von denen, war natürlich super. Und dementsprechend auch die dazu passenden Steine, dass das auch wirklich funktioniert. Mhm. Und das hat ja dann auch ganz gut funktioniert auf der Baustelle. Und aber das ist so nicht bekannt. Also die Kalksteinindustrie macht da wenig. Also bei uns in unserem bayerischen, südbayerischen Raum, denkt ganz Bayern eher wenig. Aus Nürnberg, die kam ja aus Nürnberg, ne? Ja, also
da ist dann... Ist ja nicht mehr Bayern. Genau, da ist dann vielleicht besser bekannt. Bei uns ist das sehr, fast gar nicht bekannt. Weil wir haben so einen Beitrag gemacht, Elektroinstallationen ohne Schlitzen und Fräsen. Das ist jetzt die meiste Installation ist so. Eigentlich ist die Elektroinstallation jetzt schon erledigt. Mhm. Man muss die zieht noch die Kabel ein. Ja. Und also ich finde das eigentlich schon. Die ganze, also sagen wir mal, wenn man jetzt so wie Sie haben ja das Sichtmauerwerk, das wäre dann immer verputzt, dann ist das natürlich ein schönes System, weil da dann nochmal Fräsen, das Zuspachteln etc., das dann ja immer zu fehlerhaften Stellen oder nicht zu schönen Stellen an die Wände führen, da ist das System natürlich hervorragend. Wenn ich jetzt natürlich einen Ziegel verbaue und da eine Schlitze schlage und meine Kabel einziehe und danach kommt der Putz drauf, ist natürlich das auch kein Problem, jetzt sagen wir so, aber gerade für so ein Sichtmauerwerk oder so ist das natürlich schon klasse, das System. Also macht da schon was her, auf jeden Fall. Können wir nochmal einblenden, so dass man ein bisschen sieht. Man, also mir gefällt es nach wie vor. Aber da sind wir wieder bei dem Thema Full Vorplanung. Weil da ist ja dann sehr wichtig, dass wirklich die Leitungen alle vorher einzogen werden, weil später was nachziehen ist sehr schwierig, weil die Wände sind ja später mit der Decke abdeckt. Man kommt ja an die Löcher und die Schlitze nicht mehr hin. Also man kann nicht einfach im Mauerwerk, wenn jetzt irgendwas vergessen worden ist, irgendeine Dosen, irgendeine Leitung, dann geht der Elektriker hin mit der Fräsen, fräst dann zusätzlichen Schlitz und setzt noch mehr Leitung oder Dosen. Und die Sache ist erledigt. Das ist jetzt in einem Fall natürlich schwierig, weil dann ist das Mauerwerk, die Oberfläche ja dann durch einen Schlitz zerstört. Das haben wir halt schon alles geplant. Genau, das muss man halt im Vorhinein wissen. Das ist ein Thema, wie der vorher gesprochen hat, Vorplanung, vernünftige, dass das dann im Nachhinein nicht lauter Überraschungen auf der Straße. Also Herr Seidel, du kannst dich oft genug sagen, also Planung, dann, man spart auch Kosten ohne Ende. Ja. Das hört sich vielleicht jetzt, das am Anfang kostet es schon ein bisschen Geld, man muss viel planen, man muss viele Handwerker schon mit ins Boot holen, oder viele Fachplaner mit ins Boot holen, das kostet schon als viel Geld, aber man spart sich das im Nachhinein. Das, was man sonst später an die Baustellen oft an Regiestunden dann beraffen muss, das hat man halt da im Vorfeld abgedeckt. Weil es ist ja leider Gottes so, wenn alles, was nicht vorher geplant ist und nicht vorher mit eingeplant worden ist, das muss man später auf Regie dazu zahlen. Das wird später auf Regie aufgeschrieben und das kostet ja auch alles halt jede Menge Geld. Jetzt nochmal so, was mich noch so ein bisschen umtreibt, ist, was hat sich denn jetzt so verändert? Könnt ihr das sagen? Was hat sich jetzt so in den letzten 10, 15, 20 Jahren Seidelbau ist jetzt hier in der Region, ich sag mal so, dafür bekannt, immer wenn ich irgendwo war, mit wem baust du, hieß es immer, ja, wenn es seid, okay. Passt schon. Qualität passt. Ne? Okay. Gibt es ein bisschen mehr aus? Ne? Ja. Und was hat sich denn da jetzt so geändert? Kann man das sagen? So, das ist jetzt für euch, dass ihr das mal sehen könnt. Ne? Also Thema Rohbau. Jetzt haben wir hier so für die Außenwand. Ist das ein Stein? Das ist Außenwandstein. Gut, da ist jetzt so eine komische Druckartikel drauf, dass die Isolierung nicht rausfällt. Das sind die 36? Genau, das ist die Wandstärke. Und so hat er 25 und in der Höhe hat er normal auch 25. Jetzt gibt es Leute, die sagen, das ist ja gar kein echter Ziegel mehr. Ne? Und das ist Dämmung drin, das ist doch alles Mist. Ja, gut, das ist Ansichtssache. Gut, das ist jetzt eine Holzfüllung. Da sind manche Leute schon wieder ein bisschen besser zum Sprechen drauf, als sagen, Holz ist ja auch natürlich. Ist aber auch kein Thema, weil wir haben zum Beispiel da, Johannes, musst du bitte. Da zum Beispiel die Füllung, die ist jetzt zum Beispiel von Bodoton. Das ist das Perlitgestein. Haben wir in der Rohform, so schaut genau. Der Stein aus. Kannst du mit der Kamera halten. Das ist also der Stor, der wurde. Wo wird der abgebaut? Das ist Stein jetzt. Genau, das ist ein Stein. Der ist ja als Füllung dann. Der ist dann im Ding, der ist später, wenn er fertig ist, wenn er brannt ist. Also wird er gebrochen. Schaut dann so aus. Und dann wird er gebrannt. Das kann ich nochmal zeigen. Das ist die. Ach, das sind die Verarbeitungsstufen. Genau, das ist die Verarbeitung. Das ist der Urgestein, dann wird er gebrochen, dann ist er so fein. Da wird er dann gebrannt. Und das ist diese weiße Füllung, die wo man fälschlicherweise immer als Styropor ist oder irgendwas. Aber das ist eigentlich nur Gestein, das wie aufgeschäumt wird.
Und das ist im Proton verarbeitet. Das ist hat das was mit Phasenverschiebung zu tun oder so? Nee. Nein. Das ist wie man sich, kann man sich vorstellen, wie bei einem Schaumglas. Mhm. Also das, bei einer Styrodur oder bei einem Styropor, das wird ja auch künstlich aufgeschäumt. Mhm. Und so ist das da eigentlich auch. Das Gestein, das ist das Vulkangestein. Und das wird dann quasi industriell aufgeschäumt. Und das ist Vulkangestein? Ja, das sind Perlite, genau. Vulkangestein. Wo kommt das denn her? Grünhautwand, glaube ich. Ja. Überall. Das ist der Bodoton. Okay. Die Firma Bodoton, der Ziegel wird mit dem Material gefüllt. Mhm. Das ist jetzt dann die Perlite-Füllung. Die gibt es als Schüttung im E-Strich-Bereich, also für Fußbodenaufbau, gibt es also Perlite-Schüttung. Und das ist das gleiche Material, das muss deutlich schneller werden. Ich erreiche dann den gleichen U-Wert, wie wenn ich jetzt den Kalksandstein mit einer Dämmung habe. Genau. Weil kein Kalksandstein brauche ich die Dämmung, beim Ziegel habe ich die Dämmung integriert. Ja, genau. Und vom Preis her kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ich denke mal, wird es jetzt nicht großartige Preisunterschiede sein. Das so jetzt, ich bin der Ziegler, da muss ich jetzt mein Ding wieder durch. Kostet nicht mehr. Allerdings, der Stahl muss verputzt werden, logisch. Ihr fahrt jetzt nicht nach München, oder? Normal nicht. Wir haben so also einen bestimmten Radius. Wir vermeiden eigentlich München grundsätzlich eigentlich hauptsächlich wegen die noch beengteren Verhältnisse. Man kriegt ja da, man hat ja da drinnen gar keinen Platz mehr. Man hat, sie braucht viel mehr Vorlauf, wie man Genehmigungen braucht, weil die Behörden in München ein bisschen länger brauchen, bis man eine Genehmigung für eine Straßensperrung oder dergleichen kriegt. Und es ist halt einfach wieder Zeit, Geld, Frage. Ja. Wenn ich halt gerade in die Innenstadt reinfahre und ich bin stundenlang im Verkehr und ich habe da in einem Bus 4, 5, 6 Mann drin sitzen und ich muss teilweise die Fahrzeit zahlen, dann kurz überschlagen kommt. Kurz einmal überschlagen, dann. Ja, und es ist auch für uns auf der Baustelle bei Weitem schöner, wenn man in einem Umkreis um die Firma arbeitet und da nicht stundenlange Anfahrt und Heimfahrten hat. Es ist also schon auch mitarbeiterbezogen einfach angenehmeres Arbeiten. Weil bei euch ist ja quasi das Ostufer des Starnberger Sees, ne? So ja. Ungefähr, und dann alles, was so noch ein bisschen links, rechts von der Autobahn liegt. Genau, das war's. Das dann ist eigentlich so. Weil um den ganzen See rumfahren, da sind wir. Da, ja, das ist so. Es gibt immer mal Fälle, wo man sagt, okay, man hat jetzt einen Kunden, der wiederkehrt, also sprich, man hat einen Architekten oder einen Bauleiter oder einen Ingenieur, der möchte unbedingt, dass wir da und da hinfahren. Dann muss man mal auch weiterfahren, das ist halt so. Gut, der Bus folgt. Genau. Muss man halt schauen, Zeit, Geld, dass man das irgendwie ja, ein bisschen mit einrechnet, was dann natürlich schwierig ist, weil klar, es sind nicht immer irgendwo Grenzen. Aber man muss dann schon für Stammkunden einmal in den sauren Apfel beißen und weiterfahren. So, das war mal für euch jetzt, was ihr euch gewünscht habt, das Bauunternehmen, mit dem wir unseren Rohbau unter schwierigen Bedingungen durchgeführt haben. Die Bedingungen, die können wir ja teilweise gar nicht sagen. Ne? Das kann man, dürfen wir gar nicht sagen. Ne? Und, mir nicht. Sie, weiß ich nicht, ob Sie es so ansprechen wollen, aber wir sagen da jetzt nichts dazu. Wir sagen, es war schwierig ja. Und es war eine Herausforderung und wir haben es gelöst. Es lag nicht am Bauherrn, die Arbeit, das war sehr. Haben ja dann möglichst getan, dass es besser war. Es ist ja dann auch besser geworden und wir haben es dann schon wieder in die Bühne gebracht. Ja, der Rohbau steht, ne? War steht. Hat perfekte Maße. Ne? Also das ist das, was immer noch auch das, die nachgelagerten Gewerke sagen dann immer, boah, das passt ja. Ne? Das vielleicht nochmal so als abschließendes, ja, als abschließende Bemerkungen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wir freuen uns auf ein Abo und ja, wer hier in der Region baut, der darf sich gerne melden bei uns. Muss aber ein bisschen Zeit haben. Wir sind eigentlich toi 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 in der zurzeit sehr komfortabel.